gepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Eichner. Nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Und nun Matthias Lehmann. Eichner. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Peter attackiert. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Toller Pass. Den Ball sofort Chance. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Gibt Einwurf. Eichner. Die Chance zum Angriff. Liskov. Ja, so kann es weitergehen. Ball verloren, so kurz vor dem Tor. Ein riskantes Tackling, aber es ist gut gegangen. Was für eine Grätsche. Kann er sich den Ball holen? Laut Regel ist der Schiedsrichter Luft. Das Bällchen ist noch heiß. Er trifft den Posten. Da wird der Trainer zufrieden sein. Und nun sind die Kölner dran. Ballbesitz für den FC. Er lässt sich den Ball abluchsen. Kommt was auf uns zu. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Versucht's per Kopf. Macht er den rein, dann ist es der Ausgleich. Ja, und den muss er machen. Das ist die Chance überhaupt. Eichner. Mit diesem Ballverlust bringen sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Biliskov.
Und jetzt ist der Ausgleich gefallen. Damit sind sie wieder voll im Spiel. Marcel Risse. Und nun Matthias Lehmann. Eichner. Und nun Matthias Lehmann. Ein sehr schöner Pass. Einwurf jetzt. Und nun Matthias Lehmann. Klare Linie, klare Entscheidung. Es gibt Freistoß. Sicher in der Ballbehandlung. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Gut geflankt hat er. Vollkommen frei. Er hat ihn. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Görlitz. Das war das Ende der ersten Halbzeit. Da sehe ich aber eine Mannschaft, die mit dieser berühmten Glücksgöttin im Bunde gewesen ist in der ersten Halbzeit. Ja, absolut. Also das ist eine ganz klar einseitige Partie. Aber du musst am Ende auch mindestens einen versenken. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Görlitz. Pass nach draußen auf den Flügel. Zum Eckball geklärt. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Und er hält ihn fest, den Ball. Marcel Risse. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Und nun Matthias Lehmann. Marcel Risse. Versucht's wenigstens mal. Ja, vielleicht war die Entfernung doch zu groß. Und
da bringt er den Fuß noch dazwischen. Er könnte passen. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Und der kommt genau an. Und gehalten zunächst. Ein herrlicher Pass. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Oh, das war aber wirklich eng. Ja, der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Jetzt geht er fast an seine Auswechselgrenzen. Er bringt zwei neue auf einen Schlag, der Trainer. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Ja, tolle Chance. Oh. Freistoß. Das hätte ein sehr gefährlicher Angriff werden können. Für dieses Foul sieht er gelb. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Und nun sind die Kölner dran, Ballbesitz für den FC. Und jetzt! Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. So sieht eine sichere Faustabwehr aus. Und nun sind die Kölner dran, Ballbesitz für den FC. Jawohl, da hat er klären können. Wunderbar herausgespielt. Jetzt müsste er flanken. Ja, der Pass kommt an. Ja, doch noch abgefangen. Ein wunderschönes Zuspiel. Ja, da sollten Sie den Ball lieber nicht verlieren. Und nun Matthias Lehmann. Punkt ist absolut zu wenig. Sie wollen hier gewinnen. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Der Ball ist frei. Beeilt euch! Auf der Außenbahn holt er sich den Ball zurück. Brečko.
Matthias Lehmann. Und natürlich wehren sie sich bei diesem Angriff. Souverän geklärt. Klare Sache, Einwurf. Brečko. Jetzt eine gute Flanke. Und so brennt hier gar nicht. So, das war der Schlusspfiff. 1:1 das Endresultat. Das haben wir beide doch unisono gesagt. Es gibt ein Unentschieden. Und was wurde es? Ein Unentschieden. Ja, selten war es vor dem Spiel schon so klar, was man erwarten darf. Und das ist uns dann auch bestätigt worden. Das war's von mir, liebe Zuschauer. Ich gebe zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Tschüss, bis die Tage. Ihr Manni Breukmann.